Herzlich willkommen, lieber Steinbock. Ich möchte jetzt einmal für dich schauen, was die Kalenderwoche 25 bereithält. Das ist die nächste Woche. Beginnt am 19. und endet am 25. Juni. So, ich lege drei Karten und möchte schauen, was wir energetisch schon so sehen mit den Tarotkarten. Oh, das ist sexy, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das ist wirklich sexy, was wir hier auf dem Tisch liegen haben, Steinbock. Gut, wir haben hier Königin der Stäbe. Eine sehr feurige, temperamentvolle Königin, voller Leidenschaft, voller Abenteuerlust. Die fackelt auch nicht lange, ne? Das ist wirklich jemand, die ist wirklich auch hochgradig erotisch aufgeladen, zumindest so von diesen Energien her. Und sie hat auch wirklich Lust auf Abenteuer, vielleicht auch Lust zu flirten, ne? Das muss nicht unbedingt ein Single sein. Also wenn du Single bist, ne, ist diese Woche wirklich eine Woche, in der bist du heiß, 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 ne? Also wirklich. So, das wäre eine fantastische Woche zum Flirten. Wenn du in einer Beziehung bist, auch da geht eine ganze Menge. Also da wirklich, du sprühst vor Verführung, vor Leidenschaft, ne? Und das werden andere Menschen wahrnehmen. Auf jeden Fall. Also hier ist wirklich, wie gesagt, du bist ohne Ende heiß. Hier in dieser Legung. Verführerisch, faszinierend für andere Menschen. Jetzt haben wir hier die zwei Kelche. Das heißt immer so ein bisschen so eine Seelenbegegnung. Ich berühre dein Herz, du berührst mein Herz. Ich werde geliebt und ich liebe wiederum. Ne? So eine Dualität im Thema Liebe und Gefühle. Manchmal ist das hier auch immer eine sehr schöne Karte für Seelenbegegnungen, für Menschen, die einander treffen und wahrhaftig erkennen. Also wirklich so eine Zwillingsseele. Ne? Das ist, wie gesagt, man geht aufeinander zu, man ist offen füreinander, man berührt einander, man legt sein Gefühlsleben komplett dar, weil man dem anderen irgendwie sofort vertraut. Das ist die Energie von dieser Karte. Jetzt haben wir Ast der Stäbe und Ast der Stäbe sind immer Möglichkeiten und Chancen. Und auch da haben wir wieder einen Stab bzw. eine Fackel. Und auch da ist es heiß. Auch da geht ganz viel Leidenschaft, ganz viel Liebe, ganz viel. Körperliches auch, ne? Ich sage Erwachsenenspaß im Schlafzimmer. Also das hier ist wirklich eine Verführungslegung par excellence, ne? Also wirklich, das ist so schön. Das können wir mal kurz auf uns wirken lassen. Ist auch so ein bisschen, also obwohl du Steinbock bist, ne, das sind auch ganz viel Löwenenergien. Gerade auch hier haben wir Löwen, da haben wir einen Löwen, ne? Oder beziehungsweise einen Löwenkopf, ne? Das kann sein, dass du hier einen Löwen über den Weg läufst, der dich mit in seinen feurigen Bann zieht und dir so ein bisschen Feuer von sich mit abgibt oder beziehungsweise dich mit in Brand steckt, ne? In Anführungszeichen. Sehr, sehr schön. Also auch sehr sonnig und sehr hell, sehr warm, fast schon heiß. Ja. Okay, lieber Steinbock, freu dich auf diese Woche. Das könnte tatsächlich richtig, richtig gut werden. Ja. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.